Einen wunderschönen guten Tag zu einer basisverteidigenden Runde Generation Zero mit der fetzigen Rock Valley und mir. Und das hier ist unsere eingenommene Basis. Hohe Wände. Erzählt. Und hier ist die Angriffsflut. Und da vorne ist so ein dreibeiniger Fettlon. Und hier sind unsere MG-Bunker. Wahrscheinlich drehen wir die Bunker noch mal eins rum, aber dadurch, dass sie hier so stehen, ne, decken die das ganze Feld so ab. Der nach Der hier. kommt jetzt, ne? Er soll da kommen. Wir haben zwei Bunker in seine Richtung. Ach, den willst Ja. du nicht angreifen. Wenn er kommt, dann kommt er. Dann machen wir ihn fertig. Kann er trotzdem ein bisschen die Festung erklären. Nee, ich meint So. wegen, du wolltest ja die Level pushen. Ja, den können wir aber zerstören. Der ist kein Rivale. Ne? Der Bunker streicht hier das ab. Der streicht das in die Okay. Richtung ab. Und der Bunker da vorne halt in die und der andere nach links. Ist klar, ne? Wir Und jetzt was den machen? kannst du machen. Schieß ihn einfach ab, der wird gleich mit zwei MGs unter Feuer genommen. Hier ist noch ein Nö, ich wollte. Munitionsbunker, der halt auch direkt in diese Richtung feuert. Wo kann ich denn hier raus? Ach, hier. Ja, da, Türen und Toren haben wir direkt weggelassen. Und jetzt hole ich mir den großen James Bond Gedächtnisraketenwerfer. Plopp. Und hol besorgt mir ein paar hochexplosive Geschosse. Ach komm. Hast du ihn Hihihihihi. abgeknallt? Nö. Aber er ist schon ein bisschen Was? am Feuern. Kurz mal mit ihm gespielt, sagst du, ja? Nein, gar nicht. Ich habe nur ein paar Explosivdinger hochgejagt. Okay, wenn du dann soweit bist, dann drücke ich jetzt mal. Warte, ich zeig dir das mal. Komm mal runter, bitte, zu mir. So, hier. Hier sind so drei Mikrofone. Ne? Von links nach rechts, von leicht nach Ja, ich schwer. weiß. Ah, Kann man gut. antatschen. Ach, das ist noch deaktiviert. Wir müssen das Bedrohungslevel steigern. Dann bringen wir jetzt mal den Fettlon da hinten um. Und komm. Seid In ein dein Chaos Gesicht. Combat, ja? Bitte. Ja, ich treffe nicht. Ist immer drunter oder drüber? So eine Holzhütte ist halt sehr effektiv beim Abblocken von Raketen. Nimmst Okay, jetzt hat er. du ihn wieder von vorne, dann bringe ich den von hinten mit meinem Ofenrohr hier. Ja, okay, ist jetzt gerade hier, ne? Oh, du Ja. Oh, hast ihn ich hab ihn erledigt. dran. Ja, easy. Dran bekommen. Lass uns den direkt mal looten. Alles klar. Da auf dem Feld von ihm weiter Richtung Norden sind auch noch Freunde von ihm. Ja, okay. Da läuft noch Ich so ein ist. kleiner Walker rum. So ein bisschen verwirrt im Mittellande. Weltraumlande 7. Und da ist noch eine hässliche Drohne in Richtung Norden. Okay. Oh. Teffen. Ja. You are dead. Na, dann geht's hier direkt weiter. Die Drohne hattest du auch? Den Dicken habe ich schon Dicken habe gelootet, ich. ja. Nee, die Drohne, ob du die Ne, die Drohne ist weiter hast. geflogen. Die war zu gesagt, ne, ich spiel woanders weiter. Da kommt's angeflogen. Die sind immer so schnell. Ach da. Ah, da hinten ist auch noch was. Ah, sind die dann zwei, drei Hunde. Nee, und eine Drohne. Nordwest. Und ein Worker. Ja. Zwei.
Irgendwie treffe ich nicht. Von links kommen zwei Walker. Ich will erst die Drohne hier haben. Drohne habe ich. Das sind aber ganz normale Walker. Das sind ja noch diese Verwaltungswalkers, nenne ich sie jetzt mal. Ja, die einfachen. Ja. Die sind zwar schon ein bisschen gepimpt. Müssen aber auch aufpassen, dass wir nicht da. Zum Glück sind hier oben nicht so viele Walker. Ach, das sind Hunde, okay. Wir sind ja jetzt hier in dem anderen Gebiet. Wir wollten ja eigentlich die Verteidigungsmission spielen. Na egal, wir können hier oben auch Bambule machen. Das ist auch vollkommen okay. Naja, pusht ja sowieso alles, ne? In den jeweiligen Gebieten halt, ne? Ja. Aber es pusht ja. Wir versuchen ja den Reaper zu kriegen. Leveln ist halt dann auch eine tolle Nebenerwerb und der ganze Loot halt, ne? Bang Metal und so. Wir können ja hinten mal wieder zu deiner Kampflinie gehen. Oder hast du wieder was gefunden? Ich weiß nicht, ob ich den hier schon hab. Ja, das war der Läufer neben dem Dicky. Okay. Kampflinie. Also zurück. Ja, da hinten, wo du den Graben hattest, wo du reingelaufen bist. Ja. Noch Dilemma? Hier ist hier das Gehör, wo wir übelst den Beef angefangen haben. Wenn du dich erinnerst. Ja. Ja, guck mal wieder, was respawnt ist. Ich glaube, jetzt nicht so dran. Bist du am Kämpfen? Nein, ich will eigentlich den Sicherungskasten. Der hält diesmal echt was aus. Hier war ja auch der geile Gartenzwerg. Nee, das war das Pony, das rosa Pony. Auf dem Tisch. Sammelobjekt. Ja. Die Badewanne in der Scheune. Happen und Rainer. Wo kommst du her? Ich bin hier gerade im blauen Haus drin. Ist da noch was drin? Keine Ahnung. Das zwei Esszimmer und die Küche auf der anderen Seite. Doch. Hier waren ja eigentlich Radios drin. Why? Kann ich nicht looten. Keine Radios mehr. Schade mal. Ist nix. Ja, dann kommen wir die Straße links lang. Sie ist ja schon die Trümmerhügel. Ja. Wir sind ja dann links rauf gewesen, die meisten. Die dürfen ja schon diese Militärwagen. Ja, da oben, da sind doch schon welche. Schieß mal die Drohne ab. Oder auch nicht. Alter Verwalter, das sind viele. Ja. Und dann, vielleicht merkst du gleich, die kommen nämlich von beiden Seiten, deswegen, wo du sagtest, ja, du läufst ja in die hinein, da dachte ich halt, ich gehe da, ich hau da nur ab, aber so war das dann nicht, ne? Was? Wow, au, hinter uns ist auch was. Ey. Hinter uns ist gar nichts. Auf jeden Fall. Alle vor uns. Das Gas kam von vorne. Nein, das Radius-Ding hat irgendwas angezeigt, angegeben. Wahrscheinlich die Gefahr, aber Gefahr durch Gas. Hallo, bleib doch mal stehen, Junge, wo willst du hin? Ja, weg von dem Frontbeschuss. Man zieht sich zurück. Nee, nicht du! Ja, ich frage mich halt, wo du hinläufst. Zur Scheune. Autschen. Na gut, dass du die ganze Akro auf dich ziehst, das ist schon sehr spannend.
Fette, der hinten so einen Koffer auf dem Rücken hat, der kann die kleinen Spiders spawnen. Die haben so einen fetten Koffer hinten drauf, der spawnt die Spiders. Dann kann man vielleicht abfarmen, den Typen. Oh, geil. Oh, shit. Kittenbeschuss. Ich bin gleich. Autschen. Hui. Naja, wir haben wieder Freunde mehr bekommen. Nicht auf fremde Leute Gartenzäune. Da kommen auch Buffys angelaufen. Ja. Ist er kaputt? Ja. Den hast du erwischt. Ein gutes Gewehr. Da sind noch ganz viele Buffys. Oh, holy shit. Wieso sprinten der aktiviert? Ih, der hat eine Lampe auf dem Kopf. Wer bist du denn? Junge, mit mir machst du keinen Saiyajin-Trick. Eieiei, ich kann gar nicht mehr sprinten. Warum bin ich jetzt voll? Okay. Mit was bin ich denn jetzt bitte voll? Weiß ich nicht. Vielleicht mit Metall oder sowas? Von den größeren Robotern? Echt? Oder deinen ganzen Raketen? Plastik? Ja, Plastik habe ich. Wenn du etwas droppen musst, sag Bescheid, dann gib mir was. Okay, die Bazooka da, die braucht 10 Kilo. Ja, macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Okay. Drohne. Noch ein Hund. Ja, das funktioniert. Stahl. Oh geil, was zum Looten. Hast du die zwei auf dem Feld gelootet? Mhm. Da komme ich ja gerade runter. Geil, ein Baum. Da war noch eine hässliche Drohne. Hm. Da ist noch eine hässliche Drohne. Hm? Die haben ja mehr Drohnen als alles andere. Die Drohnen, ne? Diese hässlichen fliegenden Viecher.
Die droppen das Alarmsystem mit den Lautsprechern. Ja. Das stimmt. Macht auch ordentlich Radau. Ja. Nicht mal meinen. Oh, bin ich jetzt bestimmt an der Drohne vorbeigetigert. Naja. Da ist noch irgendwo was. Find die kleinen Krabbler. Ja. Ach, jetzt habe ich das auch gefunden. Mit dem Käfig, was du mir letztens zeigen wolltest. Ja. War die wieder da drin? Ja, ja. Cool. Großer Bombs. Machst du wieder Blödsinn im Schuh? Aus. Auch noch. Auto auf dem Feld. Boah, das sind aber auch viele Robo. Sind die alle tot? Ja. Nicht mehr. Oh ja. Ein schönes Dritzwagen. Gibt sogar Damage, wenn man durch Stacheldraht läuft. Ah, du läufst jetzt noch da hinten. Okay. Ja, ja, ich sammle noch die anderen hier ein. Habe ich schon? Ist nicht. Habe ich schon auch. Okay, die sind noch vom letzten Mal da gelootet oder was? Ja, gehe ich von aus. Okay. Noch alles ready. Den Dicken hier ganz nah an der Brücke hast du gelootet, ne? Brücke? Okay. Ja. Der war da schon. Bin ich langsam voll. Ich kann auch nicht mehr sprinten. Das ist ja nicht schlimm. Denn da bei der 1 ist ein Unterstopp, den wir noch nicht haben. Mhm. Den wir letzte oder vorletzte Folge eigentlich haben wollten. Wofür wir dann hier reingekommen sind, nenne ich es jetzt mal so. Und diese komischen brennenden Masten, die du da meinst, das sind Stromleitungen, Überlandleitungen. Wo ich sagte, das sieht so aus wie bei Jurassic Park oder was? Ja, ja, genau das. Das sind Überlandleitungen. So. Ganz normale Stromleitungen, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches oder so. Ja, das sah halt nur merkwürdig. Ja, aus der Entfernung mit dem schlechten Rendering sah das echt schlecht aus.
Schaffst du? Ich bin noch ein bisschen langsam unterwegs. Ich kann nicht mehr sprinten. Also ich gehe schon auf die 1 zu, weil wenn ich jetzt zu dir, das dauert dann ja zu lange. Ja, ich hab's ja gesehen. Ich lauf hier quer übers Feld. Ja, ja. Vor allem die wieder 10 Millionen Munition hier gefunden. Ja, ja. Guck mal, da auch das nächste Dörflein. Das ist ja relativ groß. Wenn wir das hier haben, das ist auch geil, dass hier 3-4 Unterschlüpfe quasi in unmittelbarer Nähe sind. Das ist halt auch ein bisschen schwierig. Hat vielleicht sogar was zu bedeuten. Steh dich auf dem Hügel. Schlag dich mit einem Prügel. Hallo. Hat's gereimt. Oh, hier ist Schnee. Da rieselt der Schnee. Und da hinten gewittert das irgendwie. Leichtes Lichterflaggen. Okay, das sieht jetzt hier gerade nicht so liebevoll gemacht aus. Auch noch scheiß Steine gepflanzt. Sind die wohl angelandet, würde ich mal schätzen. Ah, Scheune. Ah, oh, wieder eine Jurte. Explosivjurte, ich komme! Hi. Ich glaube, das war Folge 5 oder so, ne? Ja, relativ früh habe ich mich da rausgesprengt. Ja, und warum musst du dich raussprengen? Ja, weil ich da drinnen rumgebackt bin. Wollte gerne Kuchen backen. Kam nicht mehr raus! So, wieder was drinne? Nee. So, den Ballermann packe ich jetzt weg. Meine Güte, der hat aber auch ordentlich. Geh los drauf. Und allein die Munition dazu. Ich hab noch ein Sanitärpaket. Sanitärpaket? Willst du kacken gehen oder was? Nein, da kann man das für Spieler zusammenlegen lassen, falls die gerade ein bisschen Hilfe brauchen. Ah, du meinst kein Sanitär, sondern ein Sanitätspaket. Ach so, okay. Die Betonung. Grion ist mal wieder so mega penibel. Ja, das eine hat was mit Klo zu tun, das andere nicht. War schon zwar. So. Ist nicht ein bisschen leer gemacht? Grion sieht richtig schick aus. Ich wollte noch mal gucken. Ich habe ja noch dieses andere Gewehr drin, ne? Du brauchst die 50er, du die 7 und du die 243. Schon wieder voll. Panzerbrechend das auch. Die kann weg. Faustfeuerwaffen. Naja, ich brauche jetzt das Fahrrad und dann sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ew.